as another busy year comes to an end, we are thrilled to celebrate our successes, including our brilliant multi-award winning clients. It's been our privilege to develop the most anticipated hotel openings in Europe, all while building our own new brand, Pure Life Maroc. We have many long-standing relationships. There is something to be proud of, since trust and respect make great partners. But there is really just one thing I wanted to say. Thank you. A huge thank you to all of you. Marketing Deluxe achievements have only been possible thanks to our super amazing team. Multilingualism and cultural diversity are at the core of our international marketing, and our squad has all that and more. I'd specifically like to thank you, my personal assistant and the best PR consultant, Nicole, for her amazing performance. I'm also grateful to you, Karen, for working for Marketing Deluxe for a whole decade. Your loyalty to our company is second to none. By the way, I hear headhunters are sniffing about our team. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël et bonne fête à tous nos partenaires et amis. Buon Natale a tutti. On Christmas Eve, we leave a glass of sherry and a cookie out for Santa and a carrot for Rudolph. When the children wake up in the morning, the items are magically gone. On Christmas Day, we see our families. We open presents around the Christmas tree. Then we have a turkey roast dinner at lunchtime and lots of lovely cheese in the evening. At 3 p.m, some of the household will watch the King's Speech, whilst others will play games or with their new toys. Merry Christmas! Noël n'est pas l'une des fêtes dans les pays musulmans, mais moi personnellement, j'ai eu l'habitude depuis des années de la partager avec des clients et aussi avec des amis. Aujourd'hui, je saisis l'occasion pour souhaiter à tous et partout dans le monde, à mes chers clients, collègues et amis, un joyeux Noël. Buon Natale, Merry Christmas! Servus, Kitzbühel is calling. Am 23. Dezember gehe ich traditionell zum Skifahren, zweimal die Streif hinunter, nie in Bestzeit weit davon entfernt. Aber heil im Tal ankommen, das ist ja das Wichtigste. Und jetzt geht's auf ein Glaserl oder zwei zum Kitzbühler Christkindlmarkt. Ja, und dann ist auch schon Heiligabend. Der Tag beginnt mit dem gemütlichen Schmücken des Christbaums um die Mittagszeit. Am Nachmittag gibt's dann Kaffee und selbstgebackene Kekse, bevor wir um 18 Uhr zusammen in die Kirche gehen. Nach dem Gottesdienst gibt's daheim traditionell ein familiäres Fondue mit natürlich selbstgemachten Soßen und danach die große Bescherung. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Viele liebe Grüße aus der Gammstadt Kitzbühel. Liebe Freunde in Belgien, ich sta darum bekend, dass ich ein Lebensgenieter bin, dass ich graag gut eet, gute Weine trinke. En dat ik ook graag in Oostenrijk ben, in Tirol. Vlamingen en Tirolers hebben veel gemeen. Gezelligheid, genieten van het leven. Van hieruit, vanuit Hartje Tirol, wens ik jullie een vreugdevol en een gezond 2024. Für mich verbirgt sich die Magie der Weihnacht hinter einem kleinen Glöckchen. Am Abend des 24. Dezember, nach dem großen Weihnachtsessen, werden die Kinder mit einer Weihnachtsgeschichte auf ihre Zimmer geschickt. Währenddessen zünden die Erwachsenen die Christbaumkerzen an und legen die Geschenke unter den Baum. Wenn alles bereit ist, ertönt ein kleines Glöckchen. Damit wissen die Kinder, dass das Christkind die Bescherung vorbereitet hat und schon auf dem Weg zum nächsten Kind ist. Und sie kommen zurück ins Zimmer, stellen sich vor den Baum,
Dann wird noch Stille Nacht gesungen, das Weihnachtsevangelium gelesen und dann geht es ans große Geschenke auspacken. Damit beginnt auch der gemütliche Teil des Abends. Ich hoffe, auch Sie haben sich ein klein wenig Weihnachtsmagie im Herzen bewahrt und wünsche Ihnen allen ein frohes Fest. U mojoj domovini Srbiji slavimo pravoslavni Božić 6. januara. Taj dan je Banje veče, a 7. januara se slavi Božić. Također, tradicija igra mnogo važnu ulogu za nas. Na Banje veče se familija skuplja, uživa zajedno večera i peva. Tamjani sveća se pali, polako se dočekuje rođenje Isusa na slame. 7. januara čestitamo svima Božić sa nazivom Hristos se rodi. Srećan Božić i lepi praznici! Weihnachten und Heiligabend sind bei uns immer sehr entspannt. Untertags besuchen wir immer Oma und Opa. Zu Kaffee oder Kakao essen wir dort immer Kekse. Dann geht's ab nach Hause zu meinen Eltern. Nach einer kleinen Bescherung gibt's abends mit weihnachtlicher Musikbegleitung traditionell zum Essen Steak mit Pommes und Reis. Frohe Weihnachten aus Innsbruck! Oh, ich habe mein Geschenk schon bekommen. Ich verbringe dieses Jahr Weihnachten am Meer und da kann ich die ganz gut gebrauchen. Da freue ich mich sehr drüber. An alle Merry Christmas und Happy New Year. An Weihnachten versammelt sich unsere Familie. Ich stehe am Grill und meine Frau bereitet die Beilagen zu. Und um uns herum das fröhliche Treiben der Kinder. In diesen Momenten, umgeben von meiner Familie, besonders meiner Frau, wird mir klar, was Weihnachten wirklich bedeutet. Es ist mehr als ein Fest. Es ist ein tiefes Gefühl von Heimat und Verbundenheit. Diese Momente des familiären Glücks, in denen wir Geschichten teilen, gemeinsam lachen und das Fest gestalten, machen Weihnachten nicht nur im Stubaital, sondern in unserem Herzen zu etwas Einzigartigem. Weil ich die meiste Zeit des Jahres in Italien verbringe, genieße ich Weihnachten zu Hause in Tirol mit meiner Familie umso mehr. Nachmittags besuchen wir Oma und Opa und am Abend treffen wir uns zum festlichen Weihnachtsessen im Hause meiner Eltern. Geschenke gibt es bei uns nur für die Kinder. Nach der Bescherung verbringen wir zusammen noch eine schöne Zeit miteinander. Tanti auguri di buon Natale! Wie in Tirol und anderen Bundesländern üblich, wird auch bei uns zu Hause eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Geschmückt mit Strohsternen soll sie an die Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem erinnern und bleibt bis mindestens Dreikönig am 6. Jänner stehen. Heiligabend verbringen wir bei meinem Bruder am Eingang des Zillertals. Er bekocht uns und dann gibt's die Bescherung. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und kommen Sie gut hinein in das neue Jahr 2024. Nonostante il Natale non faccia parte della mia religione, con sincero affetto e calore vi auguro un Natale pieno di gioia e serenità. Che questa festa porti amore, salute e felicità nelle vostre vite e nelle vostre case. Vi auguro di cuore un Natale magico e un nuovo anno ricco di sorprese e realizzazioni. Che il 2024 sia per voi un anno straordinario, pieno di momenti indimenticabili e di grandi soddisfazioni. Buon Natale e felice anno nuovo! Dans mon pays, le Maroc, Noël ne fait pas partie de nos traditions. J'ai toutefois pu la découvrir en Autriche. Ce pays est ma nouvelle patrie depuis 5 ans. Je profite de ces moments précieux avec ma femme et mes amis. Ces moments sont pour moi une source de force, tout comme les nombreuses promenades dans de paysages éverneux de rêve. Je vous souhaite un joyeux Noël en compagnie de vos proches et une bonne santé.
I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas Eve.